Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach und wir spielen gegen Michael 20.10.2012. Tippe ich jetzt einfach mal. Okay, gehen wir in Sizilianer rein. Ich hab gerade keinen Bock auf Benoni oder so. Sizilianisch. Das ist auch cool. A6. Ja. Ah, nein, nicht den. Scheiße. Ach, Kacke. Er spielt kein Läufer B4. Warum spielt er kein Läufer B4? Ah, hier direkt Läufer D3 spielen sollen. Scheiße. Hä? Komplette Theorie verhunzt. Ja, öffne die Stellung mit keiner Rochade, mach was du willst. Ja, mach es. Ich mach mal den. Oder? Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Läufer B5, AB5, Springer B5. Das sind immer so Standardopfer. So, um mal C4 durchzukriegen. Vielleicht klappt's ja. Er kann sie aber durchfressen, er hat eh noch nicht rochiert. So. Warum habe ich eigentlich meinen Läufer gezogen? Ich glaube, er muss erster Schach geben. Ja. Dann springe er F5, spiele ich trotzdem. Kommt nicht drum rum. Ich spiele so oder so. Mann, verstehst doch, du hast keinen Angriff. Verlierst jetzt einfach. Ja. Wir sehen ja eine total kranke Position zwischen Michael und Siroma. Ich weiß gar nicht. Manchmal muss er einen Läufer decken. Turm D8. Ach nee, der Turm in der Ecke hängt ja auch. Turm D8 geht ja gar nicht. Dann ist ein Problem. Jetzt habe ich doch Dame D4, oder? Dame D4 hat der Läufer H6. Okay. Mit Läufer schlägt Dame, schlägt Turm, schlägt C4. Dame G5. Ja, was mit Läufer schlägt, Dame schlägt Springer E7, König H8. Ja. Und dann Dame A8. Catch everything!
What you can. Das war natürlich ein geiler Zug. Ne. Ne. Will ich auch nicht. Okay, gucken wir uns mal die Partie an. Okay, wir sind ganz komisch in Sizilianer reingekommen. Ja, nach D3. Da gibt es eine coole Variante. Dame C7. Springer F6. Springer C3. B5. Genau, und jetzt E5. Das ist eine coole Variante. Dame E5. Dann kommt nämlich... Genau. Nee, Springer F5 kommt man nicht. Dame F3 kommt erst. Ist der Turm angegriffen? D5, Turm E1 und ach nee, Turm E1 geht nicht, Quatsch, Läufer F4. Hä? Dann war Springer F5. So, jetzt haben wir's. Genau, EF, Läufer F4, Turm E1. So eine coole Variante. Die gefällt mir. Aber nach Springer F5 kann auch noch andere Züge machen. Damit C7 zum Beispiel. Und auch Läufer F4. Na, ja. Das ist ganz lustig. Okay, Dame C7. Ich weiß nicht, warum man nicht Läufer B4 spielt. Keine Ahnung. Na gut, er öffnet halt alles. Für mich. Der war geopfert. Ah, hier ging B5. Warum? Ach so. Okay. Akzeptiert. Ah, direkt Springer F5, ja. Genau. Das wäre besser gewesen. Das war auf jeden Fall besser. Hängt bei ihm alles. Der Turm hängt. Und sowas hier droht. Wenn der Turm jetzt nicht hängen würde, sowas wie Läufer F7 und Dame D6. Gab's eigentlich noch eine Rettung? Ist natürlich besser, ja. Turm D1. Ah, ist trotzdem nicht so gut für Schwarz. Ja, und dann A4. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.